Sowohl der FC Hansa Rostock als auch Darmstadt 98 gaben am gestrigen Dienstag bekannt, dass sie aufgrund der Vorkommnisse vom vergangenen Wochenende Stadionverbote verhängen werden. Zitat Hansa Rostock: Nach seinem Heimspiel am vergangenen Sonnabend hat der FC Hansa Rostock gegen zwei Zuschauer Strafanträge gestellt und Stadionverbotsverfahren eingeleitet. Bei beiden handelt es sich um jene Personen, die sich unerlaubt Zugang zum Spielfeld verschafft und dort Spieler bedrängt hatten. So war es einem der Zuschauer in der 76. Spielminute gelungen, auf das Spielfeld zu gelangen und die Spieler der Gastmannschaft zu attackieren. Nach dem Schlusspfiff war eine weitere Person in den Innenraum gedrungen und versuchte, zu Hansa-Kapitän Markus Kolke zu gelangen. Der FC Hansa Rostock hat in beiden Fällen Strafanträge gestellt und das Verfahren für ein bundesweites Stadionverbot über 3 Jahre, der Höchstdauer für Ersttäter, eingeleitet. Zusätzlich wird gegen einen der Täter noch wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Zudem wird der Verein die vom DFB zu erwartende finanzielle Strafe auf die beiden Zuschauer umlegen. Bei allem Verständnis für die absolut nachvollziehbare Enttäuschung und den Ärger über die erneute Heimniederlage sowie die Sorge um den FC Hansa in der aktuellen sportlichen Situation sind Übergriffe auf andere Personen absolut inakzeptabel. Sie sind in keiner Weise hilfreich, weder für den Verein noch für Fans, die diese Grenze überschreiten und mit den genannten Konsequenzen leben müssen. Ohne Frage hat sich der FC Hansa Rostock aber auch selbstkritisch der Tatsache gestellt, dass die Sicherheitsmechanismen für das unerlaubte Eindringen in den Innenraum bei diesem Heimspiel nicht in ausreichendem Maße bzw. schnell genug gegriffen haben. Der Verein ist noch am Spieltag zu den Gründen in die interne Prüfung gegangen und hat entsprechende Rückschlüsse daraus gezogen, wie erneute Versuche künftig weiter erschwert und verhindert werden können. Entsprechende Vorkehrungen werden bereits zum kommenden Heimspiel wirksam. Zitat Darmstadt 98: Viel schmerzlicher als das, was auf dem Platz am Samstag passierte, sind jedoch die Szenen, die sich nach der Partie auf den Rängen abgespielt haben. Emotionen gehören zum Sport, doch am Samstag wurden Grenzen überschritten. Darmstadt 98 steht für Toleranz und ein respektvolles Miteinander. Offene Anfeindungen und Gewalt haben bei uns keinen Platz. Wir arbeiten aktuell daran, die Gewalttäter zu ermitteln und werden diesen anschließend Stadionverbote aussprechen. Darüber hinaus befinden wir uns mit den verschiedenen Teilen unserer Fanszene und der verschiedenen Tribünenbereiche im intensiven Austausch, um die Geschehnisse nach dem Spiel umfassend und gründlich aufzuarbeiten. Als einen Baustein die nach dem Spiel entstandene Eigendynamik und negative Außenwirkung zu erklären, begrüßen wir das offene selbstkritische Statement der Südtribüne. Unsere Geschlossenheit als Lilienfamilie hat uns über die Jahre stark gemacht. Wir setzen auch in schwierigen Zeiten weiterhin auf Dialog und Austausch. Wir bitten alle Lilienfans darum, sich bei der Aufarbeitung dieser Vorfälle gegenseitig zuzuhören, Raum zu geben und aufeinander zuzugehen. Wir als Verein werden diesen Prozess aktiv mithilfe unserer Fanbetreuung, dem Fanbeirat und der Vereinsführung begleiten.